Für den Passagier zuerst einmal, dass er sicher kein defektes Gepäck aufgibt. Also das Gepäck sollte sich gut verschlüsseln lassen, die Reissverschlüsse sollten funktionieren. Und die Bändel, die man dran hat, speziell also die Tramperrucksäcke, sollte man gut verstauen. Dann sollte man bei weitem keine alte Label dran haben. Es gibt so Trophäensammler, die alte Fluglabel an dem Gepäck haben, die sollte man entfernen. Das ist das Problem wegen dieser Barcode, dass man dann zwei Lesungen hat und das Gepäck kann nicht automatisch gelesen werden. Dann des Weiteren sollte man eine Adressetikette immer dran haben und wenn möglich auch im Gepäck. Also das ist ein Vorteil des Passagiers, weil wenn das abreißt, findet man das im Lost and Found raus, wenn das Gepäck ist und dann kommt sicher sein Zeug wieder rüber.